Begriffsbestimmungen zum Straf- und Verfahrensrecht für die Vorbereitung auf die Sachkunde nach § 34a der Gewerbeordnung. Heute mit dem Buchstaben B, von Polizei bis Putativ Notwehr. Das Ganze wird Ihnen präsentiert von der Advanced Bildungsakademie in Zusammenarbeit mit Christian Ranzio, Aviation Security and Communications Training. Polizei. Grundsätzlich ist es die Aufgabe der Polizei, das Gewaltmonopol des Staates nach innen, das heißt gegenüber den Bürgern, durchzusetzen. Deswegen ist die Polizei auch immer dem Ministerium des Inneren zugeordnet. Wir haben in Deutschland zwei verschiedene Polizeien, nämlich einmal die Bundespolizei. Die Bundespolizei ist unter anderem für die Sicherung der Grenzen eingesetzt und hat grenzpolizeiliche Aufgaben. Und wir haben die Landespolizeien. Landespolizeien bedeutet, jedes Bundesland in Deutschland hat eine eigene Polizeibehörde. Die Befugnisse und die Aufgaben der Polizei zwischen den Landespolizeien und auch der Bundespolizei sind klar getrennt. Jede Landespolizei hat ihre eigene Uniform, ihre eigenen Abzeichen und auch ihre eigenen Strukturen. Typische Aufgaben der Polizei sind zum Beispiel die Vorbeugung von Kriminalität, die Bekämpfung und auch die Ermittlung von Straftaten. Das Ganze ist festgehalten übrigens in § 136 der Strafprozessordnung. Die Polizei regelt den Straßenverkehr, die Polizei nimmt Verkehrsunfälle auf, die Polizei bildet auch ihren eigenen Nachwuchs aus, die Polizei bewacht Objekte, die Polizei begleitet Demonstrationen und es gibt noch weitere besondere Aufgaben, wie zum Beispiel die Wasserschutzpolizei oder ähnliches. Wir haben eine deutliche Abgrenzung von privaten Sicherheitsdiensten zur Polizei. Private Sicherheitsdienste sind im Gegensatz zur Polizei eben kein ausführendes Organ des Staates. Die privaten Sicherheitsdienste sind ausschließlich dafür private Rechte, zum Beispiel zur Durchsetzung des Hausrechts. Die Rechte von Sicherheitsmitarbeitern gehen nicht über die von normalen Privatpersonen hinaus, grundsätzlich. Zum Beispiel darf ein Sicherheitsmitarbeiter die Ausnahmerechte in Anspruch nehmen und auch die übertragenen Selbsthilferechte. Für alles, was darüber hinausgeht, muss die Hilfe der Polizei in Anspruch genommen werden. Das heißt, Sicherheitsmitarbeiter haben keine hoheitlichen Befugnisse. Sie sind auch keine Hilfspolizisten oder ähnliches. Privatklagedelikte. Privatklagedelikte sind Straftaten, die nach den Bestimmungen des § 374 der Strafprozessordnung grundsätzlich ohne Beteiligung der Polizei oder Staatsanwaltschaft verfolgt werden können. Das sind zum Beispiel Straftaten wie der Hausfriedensbruch nach § 123 Strafprozessordnung oder die Beleidigung oder auch die einfache Körperverletzung, die Bedrohung, Sachbeschädigung oder ähnliches. Hier ist es so, dass bei diesen Straftaten erst einmal ein sogenannter Sühneversuch, also eine gütliche Einigung zwischen den Beteiligten, erzielt werden muss. Das Ganze geschieht über eine Schiedsfrau oder einen Schiedsmann. Sollte eine Einigung erzielt werden, ist
Soweit alles in Ordnung. Sollte keine Einigung erzielt werden, so hat man die Möglichkeit, mit dem Bescheinigten Sühneversuch vor dem Amtsgericht eine Klage zu erheben. Bei bestimmten Privatklagedelikten, für die eben kein Sühneversuch vorgegeben ist, kann die Klage auch direkt beim Amtsgericht eingereicht werden. Putativnotwehr. Putativnotwehr bedeutet, man nimmt irrtümlich an, man ist in einer Notwehrlage. Putativnotwehr liegt also vor, wenn der Täter in vermeintlicher Notwehr handelt, in Wirklichkeit aber gar keine Notwehrlage vorliegt. Hier spricht man auch davon, dass sich der Täter in einem sogenannten Erlaubnistatbestandsirrtum befindet. Erlaubnistatbestandsirrtümer haben wir im § 16 des Strafgesetzbuches, also im allgemeinen Teil des Strafgesetzbuches und auch im § 17 Strafgesetzbuch. § 16 Strafgesetzbuch sagt zum Beispiel: Wer bei der Begehung der Tat einen Umstand nicht kennt, der zum gesetzlichen Tatbestand gehört, handelt nicht vorsätzlich. Die Strafbarkeit wegen fahrlässiger Begehung bleibt unberührt. Das bedeutet, man hat keinen Rechtfertigungsgrund, man hat auch keinen Entschuldigungsgrund. In der Regel wird man aber, wenn überhaupt, nur wegen der fahrlässigen Begehungsweise der Straftat bestraft. Dies waren die Begriffsbestimmungen zum Buchstaben P zum Straf- und Verfahrensrecht für die Sachkundeprüfung nach § 34a der Gewerbeordnung. Ich hoffe, es hat weiterhelfen können. Sollten Sie Kritik haben, dann treten Sie einfach mit uns in Kontakt.